10. Spieltag, 2. Handball Bundesliga, Leipzig gegen Rostock, Halbzeitstand 14:9, Endstand 31:24 vor 2191 Zuschauern. Aaron, natürlich als erstes an dich, die als Gästetrainer, die Frage zu einer ganz kleinen Matchanalyse für die hohe Niederlage. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja, ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass wenn hier in Leipzig irgendwas gehen sollte, dass wir, wo bei uns alles funktionieren muss. Das ist uns leider nicht gelungen. Ich wollte eigentlich aus einer sicheren Abwehr ein schnelles Spiel nach vorne machen. Und gerade in diesem Spiel nach vorne sind uns unheimlich viele Fehler passiert. Ich glaube, dass wir im aufgebauten Angriff Leipzig gut im Griff hatten, dass wir da nicht so die großen Probleme hatten. Aber dann bei eigenem Ballgewinn, wenn wir den Ball nach vorne getragen haben, leichte Fehler gemacht haben, sodass dann eben die zweite Chance eben nochmal kam, sodass Leipzig das absetzen konnte. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit es eigentlich geschafft, immer dran zu bleiben. Ja, wir haben den Abstand konstant gehalten und haben es nie geschafft, diesen Abstand mal abzuknapsen. Und kassierten dann in der einen Phase, ich glaube, 3 Tore nacheinander, wo das Spiel dann ja, drohte, ganz zu kippen, wo wir dann die Auszeit genommen haben. Ja, ich sage halt, das ist halt schon schwierig, eben halt hier zu spielen und hier was Zählbares zu holen. Das ist schon eine gute Mannschaft, aber wir haben selber auch viel zu viele Fehler gemacht heute, um hier wirklich Leipzig ernsthaft in Gefahr zu bringen. Danke für die kurze Analyse. Christian, herzlichen Glückwunsch. Heimsieg, wichtig natürlich, wichtige Punkte. Vielleicht, bevor du anfängst, das Spiel nochmal ganz kurz zu zerlegen, ganz kurze Frage nach deiner Verfassung. Wie geht's dir gerade? Ja, gut geht's mir nach Siegen. Bin natürlich froh, dass wir vieles umsetzen konnten, was wir uns nach dem Pokalspiel in der kurzen Zeit erarbeitet hatten. Und das war heute der Schwerpunkt, in der Abwehrarbeit zu suchen. Ein Kompliment, wie die Mannschaft Meter macht in der Deckung, nie aufsteckt, gerade die beiden Haupttorschützen oder die gefährlichsten Leute mit Mladenovic und auch mit Hosak auf der Halbposition ständig auf den Füßen tritt und ständig attackiert. Dahinter ein überragender Felix Storbeck, der natürlich auch heute auch nochmal eine besondere Motivation hatte, aber auch intelligent verteidigt. Ja, Rostock hat eine starke Flügelzange, die auch manchmal aus dem Nullwinkel reingehen. Und das haben wir heute richtig gut gemacht. Sicherlich lassen wir zu viele vorne liegen, aber der Einsatz, vor allen Dingen die Aggressivität und die Abwehrarbeit war heute Schlüssel zum Erfolg. Was ja vielleicht nicht jeder weiß, ist, ihr habt von 2001 bis 2003 bei GWD Minden zusammen gespielt. Du lachst schon, Aaron. Ja, natürlich die Frage auch, kann man sich da vielleicht irgendwas schon vorwegnehmen, bevor man hier anreist, weil man weiß, ach, der Christian, den kenne ich, der wird das so und so machen? Oder wie ist es überhaupt so, gegen so einen ehemaligen Mitspieler einfach mal auf der Trainerbank zu sitzen? Ja gut, es ist ja jetzt mehr und mehr, dass man eben ehemalige Weggefährten trifft auf der Trainerbank oder in anderen Funktionen in den Verein. Wir haben uns zwischendurch in der Zeit immer mal zwischendurch getroffen, wo ich noch in Minden als Trainer tätig war, wo er mit seinen Mannschaften dann da gespielt hat. Das ist dann immer ganz, ganz lustig, aber dass man jetzt da irgendwas vorwegnimmt, dafür guckt man ein Video, ich denke mal, dafür analysiert man die Spiele und man versucht zwar immer irgendjemanden irgendwie zu überraschen, aber ich glaube, mit den ganzen Medien, die mittlerweile sind, wo man eben alles nachgucken kann, ist es halt doch schon etwas schwieriger. Ja, vielleicht die Frage auch nochmal ganz schnell an dich. Gibt es nachher noch ein gemeinsames Bier mit Aaron? Ja, ich hoffe, aber er hat im Moment einen Fulltime-Job. Er muss auch schnell wieder weiter zur A-Lizenz und nach Minden. Also von daher ist für Aaron auch gerade sehr viel Stress. Aber ich habe mich gefreut damals über die Meldung, dass er es macht, weil er bei GWD 2 eine hervorragende Arbeit geleistet hat, gerade immer wieder mit sehr viel Mut jungen Spielern dort die Chance und auch die Chance im Bundesliga-Weg zu machen, dort bereitgestellt hat. Und jetzt ist es eine gute Trainerstation. Ich war natürlich froh, dass ich ihn kannte oder kenne und deswegen weiß ich auch, dass er gerne eine 6-0-Deckung spielt, weil er da auch hervorragend war früher. Und dementsprechend haben wir weniger 4-2 trainiert oder gegen eine 4-2-Deckung, was der vorhergehende Kollege Trittek noch gemacht hatte. Wir hatten es nur kurz im Petto, sondern vor allen Dingen 6-0. Aber die stand heute halt auch gut. Aaron, vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Du hast jetzt, glaube ich, dein drittes Pflichtspiel als Trainer gehabt. Wie ist das? Geht das in der kurzen Zeit schon irgendwas Grundlegendes zu ändern in der Mannschaft, falls es überhaupt notwendig war? Und ja, wie ist es so nach so einer ganz kurzen Zeit für dich? Ja, es ist halt immer so kurz, was ich eben da einsteige, man führt halt viele Einzelgespräche, man guckt eben, was können die Spieler, wie können sie Sachen umsetzen. Wie Christian schon sagte, Vorhänger hat überwiegend im 4-2 oder fast ausschließlich im 4-2 gedeckt. Das haben wir halt umgestellt, dass wir jetzt in die 6-0 gehen. Da denke ich auch, dass wir das schon ganz gut hinbekommen haben.
Es sind noch ein paar weitere Baustellen da, an denen wir jetzt weiter arbeiten werden. Und zwei Wochen sind da natürlich nicht viel Zeit, um da jetzt ganz, ganz viel zu ändern. Aber wir werden weiterarbeiten. Dafür alles Gute. Christian, letzte Frage an dich. Uli Streitenberger macht heute 4 Buden, Franz Semmer macht, glaube ich, 7 oder so. Ja, also ganz jung, ganz alt. Ist das das, was die Mannschaft auszeichnet, dass hier jeder zum Zug kommt und irgendwie auch erfolgreich sich in die Mannschaft einfügt? Natürlich macht das Mannschaftssport aus, dass man eine breite Qualität hat, einen breiten Kader. Das ist ganz wichtig. Das sieht man leider halt auch aus Rostock-Sicht, dass sie mit 3 Leistungsträgern, die fehlen, das nicht so über 60 Minuten schaffen können, wie wir das vielleicht schaffen. Wir haben auch 2 absolute Leistungsträger, die uns weggebrochen sind. Aber der Kader ist halt von der Breite her sicherlich noch mal stärker. Aber Franz spielt so, wie er halt die letzten Wochen auch trainiert hat, mit Zug zum Tor. Da gibt es keinen Zweifel daran, dass er das Tor machen will. Macht sich wenig Gedanken, haut das Ding richtig drauf und wirft halt auch mit hoher Qualität. Und ja, dass Uli dann kommt, das war vorher, dass er nicht da war, der Abwehrsituation geschuldigt, weil Basti Roschek auch sehr gut vorne, hinten verteidigt hat, war natürlich klasse, dass wir gerade über ein breiteres Spiel dann erfolgreich waren. Alles klar, vielen Dank für die angenehme Runde jetzt hier noch. Vielleicht sehen wir uns ja noch im VIP-Raum. Also hier, dein ehemaliger Spieler und jetzt Trainerkollege würde gerne noch ein Bier mit dir trinken. Aaron, euch alles Gute, gute Heimreise jetzt an die Küste zurück. Christian, nochmal herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns alle hier wieder am 8.11. dann gegen Eisenach. Absolutes Topspiel, macht die Halle voll. Bis dahin, tschüss.